Guten Morgen. So, der Ausschnitt gefällt mir. Ich habe wieder dicke Wollsocken an, aber ich habe auch hier die Heizung an. Mir ist das einfach sonst bei minus 11 Grad hier im Sinn viel zu kalt. Ich bin total elektrisch aufgeladen. Meine Haare fliegen so schlimm. Ich weiß nicht, ob das an der Heizung liegt oder ob ich irgendwie keine anderen Schuhe an. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich total elektrisch. Also wenn mir die Haare zu Berge stehen, habe ich keinen Stromschlag gekriegt, sondern das ist irgendwie hier, dass ich aufgeladen bin. Ich glaube, es ist die Heizungsluft. So, mal gucken. Ist noch gar nicht an. Eins, zwei, jetzt bin ich an. Sehr gut. So, ist ja auch schon 9 Uhr. Dann nehmen wir uns gerade den Igelball. Ich habe es gestern das erste Mal getestet mit doppelten Socken an. Geht auch. Das geht auch. Okay. Ich will gleich viel rollen mit euch. Die ganzen Faszien mal ausrollen. Fangen wir ganz unten an mit den Füßen. Also wie gesagt, ich muss das jetzt hier heute mal mit den dicken Socken machen. Mir ist das sonst einfach zu kalt. Und ich habe eben schon gesagt, ich bin froh, dass alle gesund sind, keiner eine fette Erkältung hat bei den Temperaturen. Oh, und ich glaube, es wird heute total schön sonnig. Und dann müssen wir alle nochmal uns vermummeln und an die frische Luft gehen. Oh. Ah, ist das schön. Ich bin noch ein bisschen aus der Puste, weil ich meinen Kindern zu Hause noch ein bisschen helfen musste. Und dann war tatsächlich meine Autotür zugefroren. Und ich musste über die Beifahrertür reinklettern, um dann nochmal rauszuklettern und zu kratzen. So, und dann war ich ganz kurz vor knapp. Ah. Auch mit diesem doppelten Paar Socken kommen die Noppen von dem Igelball noch schön intensiv frei. So, andere Seite, wechsel mal. Du kannst den Ball mal richtig platt treten. Vielleicht kannst du auch, wenn du heute auch doppelte Socken anhast, mal an eine Stelle gehen, die dir sonst sehr schmerzhaft ist, weil du jetzt so ein bisschen mehr Dämpfung dazwischen, das probier einfach mal. Herrlich. Okay. So, wir fangen unten an, und zwar mit der kleinen Rolle im Stehen. Ich ziehe jetzt ganz dicken Socken aber mal aus. Ich werfe sie mal nicht so weit weg. So. Du fängst an der Zehenspitze und rollst die komplette Fußfaszie aus. Bitte bis zur Ferse. Auf meiner Gummimatte rutscht die mir nicht so schnell weg. Nehmt immer wieder den kompletten Körperschwerpunkt über die Rolle, damit ich richtig Druck ausüben kann. So, gerade im Mittelfußbereich kannst du ordentlich Druck geben. Und jetzt versuche ich, soweit ich es schaffe, hinter meine Ferse noch mit ans Fersenbein zu kommen. Gut. Ich habe mir jetzt so eine kleine Rolle, so eine kleine Welle in die Matte gerollt und dann kann die Rolle nicht wegrollen. So, richtig Druck. Du bleibst auf deiner 8 unter der 10. Druck drauf, Druck drauf, Druck drauf. Und richtig schön nach hinten
Etage nach unten. Ich nehme die große zum Zeigen, dass ihr das besser seht. Ihr könnt die Midi-Rolle nehmen oder auch die Maxi. Sitzt beim Höcker drauf. Ich habe hier diese Tasche fürs Mikrofon, für den Sender. Nehme ich nach vorne und rolle genüsslich in mein Becken rein. Und rolle weiter. Stütze mich jetzt hier auf die Unterarme. Bauch ist eingezogen. Und du gehst richtig schön Stück für Stück für Stück. Jetzt muss ich hier meinen Pulli ein bisschen an den Körper ziehen, damit er sich nicht reinrollt. Die Wirbelsäule, also die Dornfortsätze, gehen in deine Vertiefung der Rolle und rollst über den Brustkorb. Ausatmen, es hat schon geknackt bei mir. So, schön weiter rollen, ich bleibe hier, setze das Becken ab. Nimm die Rolle und drück mit schönem, angenehmem Druck rechts und links an die Wirbelsäule über den Haaransatz den Hinterkopf hoch. Jetzt muss ich hier meinen Zopf überspringen. Und rolle auf dem Kopf bis zum Haaransatz in die Stirn zur Augenbraue. Gut, so. Nehmen wir die Vorderseite. Ich lege mich mit den Oberschenkeln hier drauf und rolle hoch bis zum Schlüsselbein. Ich habe nur getrunken, ziemlich viel heute Morgen schon, aber nur das Essen von gestern Abend im Bauch. Das heißt, über meinen Magen geht es drüber. Bei den Männern, so wie wir das über die Brust geübt haben und immer uns angetastet haben, ist das im Genitalbereich bei den Männern auch. Ihr müsst da vorsichtig schauen. Also ich habe meinen Mann noch nicht interviewt, das habe ich vergessen, aber der hat sich bis jetzt noch nicht beschwert. Ich glaube, der nimmt den Druck ein bisschen hoch. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier reinlegen, Oberschenkel, würde ich vielleicht als Mann die Beine ein bisschen öffnen. Ich weiß es nicht. Ich frage Tom. So, ich schiebe mich jetzt auf das Schambein. Hier, da ist schon Uhuhu. Beide Spitzen da beim Stacheln. Und jetzt geht's in den Unterbauch mit Nase und ganz viel Darm. Ich schiebe, ne, sieht man, die Füße einfach am Boden entlang. Jetzt kommen meine Beinspitzen letzten Rippen. Und jetzt mache ich hier die Raupe. Heb den Po hoch und roll über das Drüsengewebe drüber. Ich habe richtig Druck drauf bis zum Schlüsselbein. Aha. Nackter Bauch, kalter Boden. Sehr gut. Ich habe von euch keine Beschwerden gehört. Also denke ich mal, dass ihr alle ganz gut euch jetzt damit organisiert habt mit dem Bauch. Es geht an die rückwärtige Linie rechtes Bein und wir nehmen die komplette lange Linie, Ferse, Sitzbeinhöcker. Nimm dir Zeit, ich stand hier hinten in der Ecke. Rechte Ferse drauf, linkes Bein drüber oder linkes Bein daneben und rollst in den Achillessehnenbereich ein, über die Wade. Du kannst den Fuß flexen, strecken, probier einfach mal vielleicht was anderes aus. Ich merke meinen großen Zeh, wie der sich hier im Socken, sieht man jetzt halt nicht, bewegt. Ich glaube, bis Sonntag soll es noch so kalt bleiben. Bis dahin sehe ich meine Füße nicht nackt. Ich gehe richtig auf meinen Sitzbeinhöcker drauf. Jetzt kommt die rechte Seite. Ich lege mich hier rein. Und auch hier gehe ich in diese Beckenschaufel rein, bis über den Beckenkamm. Gut. Also über den Knochen hier, über den großen, gehst du rüber in das Weiche.
Linke Seite einfach drehen. Und weiter geht's. Ich hätte gerne noch mal Bilder von euch. Ich hätte gerne Bilder, wie ihr zu Hause trainiert, wie eure Männer vielleicht mitmachen oder eure Frauen oder wie ihr das zusammen macht. Mit Kopf, ohne Kopf, verpixelt, könnt ihr mir Messenger oder WhatsApp schicken. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen was mitkriege, was ihr so macht. Richtig schön rein, richtig schön rein. Und jetzt auf die linke Seite. In das Becken rein und wieder hier auch spürt man eigentlich ganz gut, ne? Beckenknochen und drüber. So, das gleiche machen wir noch mit der Vorderseite, Schienbein und Oberschenkel. Wenn du die große Rolle hast, kannst du das auch mit beiden Beinen gleichzeitig machen, wobei du dann halt das Schienbein nicht hier reinlegen kannst. Und das ist gerade beim Schienbein bei vielen sehr wichtig, dass man da den Druck auf den Knochen wegnimmt. Ich starte mit dem linken Fuß drauf, also wirklich den Fuß, ziehe Zehen und rolle mich da rein in das linke Schienbein. Und dann krabbel ich mit dem Schienbein in der Rille zurück. Ich gehe über mein Knie drüber und langsam in den linken Oberschenkel rein. Gehe jetzt hier wirklich nochmal auf, schau mal drüber, über den linken Darmstachel. Der rechte ist halt bei der großen Rolle auch mit drauf. Gut. Andere Seite. Man rollt sozusagen auch seinen ganzen Trainingsbereich einmal mit aus. So, ich verschwinde, glaube ich, jetzt gerade mal kurz aus dem Bild. Drehe mich ein bisschen nach da. Rechten Fuß drauf. Und starte, lege mein linkes Schienbein in die Rolle. Ich lasse dann den Fuß am Boden gleiten. Ne? Jetzt habe ich hier die Matte, da ist nicht so viel mit Gleiten. Aber dass der Fußrücken von meinem rechten Fuß ganz entspannt am Boden gleitet. Genau. Und jetzt schön die Vorderseite, Oberschenkel. Jetzt heute so schnell vor. Links und rechts die Seiten bitte noch. Und dann haben wir die Beine komplett ausgerollt. Mein Tipp immer noch, auch bei dem Wetter, Wechselduschen. Und immer mit kalt aufhören. Das mache ich schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Das ist, glaube ich, eine Automatisierung. Wenn ich fertig bin mit Duschen, dann geht die Hand an den Schalthebel und es geht auf kalt. Und weiter. Und dann natürlich fange ich linker Arm, rechter Arm an, linkes Bein, rechtes Bein. Und dann gehe ich ganz langsam höher. Jetzt lasse ich die Füße am Boden. Ich atme, jetzt kommt mein Lieblingsbereich. Der ist so nach dem Ellenbogen, ist das so mein liebster Bereich. Nicht. So. Linke Seite, aber es ging. Es ging. Und drüber. Ich habe jetzt hier diese langen Linien am Stück gerollt. Ich habe das aber auch mit euch schon in Teilstücke, ne? Also nur Unterschenkel, dann nur Oberschenkel und jetzt haben wir halt heute Morgen diese langen Stücke zusammengerollt. Ferse sitzt beim Höcker, Sprunggelenk, Darmbeinspitze. Aber wie gesagt, du kannst auch wirklich die kleinen Teilstücke rollen. So, weiter. Gut. Okay, du nimmst dir bitte deinen großen Ball.
Rechte Kniekehle. Haben wir länger nicht gemacht. Ich bin gespannt, was du sagst. Und ich stelle den linken Fuß auf, hebe mein Becken hoch und umkreise das Innenleben in meiner Kniekehle. Du kannst mal nach außen gehen, in der Mitte, Richtung Wade oder Richtung Beuger. Kleine Spiralen. Du kannst den rechten Fuß hier flexen oder strecken oder einfach, ich lasse ihn einfach hängen. Wenn ich hier nach oben Richtung Beuger gehe, dann merke ich einen Strang, wo ziemlich viel Spannung drauf ist, aber es ist jetzt keine Acht. Es ist gut auszuhalten. Es kann auch sein, dass du mal auf einem Gefäß rollst und dir das unangenehm ist oder auf einem Band, auf einer Sehne. Okay, andere Seite. Wenn du eine Bäckerzyste jetzt zum Beispiel links hast, kannst du dich dann auch mal einfach ein bisschen länger mit deiner linken Kniekehle befassen. Du kannst das wirklich mindestens 5-mal die Woche machen und einfach schauen. Also da hat man ganz, ganz, ganz schnell Erfolge. Die tut ja mal mehr weh, mal weniger. Aber das ist jetzt überhaupt gar kein Grund, dann zu sagen, ich mache das nicht, sondern eher, das ist dann eine Tagesaufgabe. Wenn es besser wird, kann man auch morgens und abends dann nochmal dran gehen. So. Ja, hier habe ich das auch, wenn ich nach links oben so in den Oberschenkelbeuger reinrolle, da habe ich so einen schönen Strang. Aber so hier außen, was ich früher hatte, das ist alles sehr weich und geschmeidig. Ich denke, dass niemand von uns, bevor wir hiermit angefangen haben, sich so mit seiner Kniekehle beschäftigt. Jetzt nehmen wir das Gesäß. In der Mitte, zack, ne, ist der Sitzbeinhöcker. Und da gehst du mal im Kreis drumherum. Und jetzt kannst du auf Forschungsreise gehen. Bei mir hier rechts. Also hier in dieser Beckenschaufel, da in der Mitte sozusagen von deiner Pobacke, da ist wahrscheinlich am meisten. Also wenn ich mich jetzt genauso seitlich hier drauf lege, wo wir jetzt schon mehrmals heute Morgen drüber gerollt sind, da ist schon richtig was. Dann kannst du nach oben mal Richtung Beckenkamm gehen, an den Kanten entlang, so kleine Spiralen. Natürlich brauchst du jetzt Armpower, ich weiß. Kannst dich auch mit dem Rücken an die Wand lehnen und im Stehen deine Po und unteren Rücken Faszien auskugeln, das geht auch. Ne? Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Seite. Kleine Spiralen. Brauchen wir gleich für die tiefen Squats im Langhantel. So, ich wechsle die Seite. Sitzbeinhöcker. Drumherum, drumherum, und rein. So, links ist nicht so schlimm wie rechts eben war. Was macht man nicht alles? Gesunde Faszien, ne? Vielleicht hat sich ja der eine oder andere den Link mal vorgenommen. Das ist wirklich viel zu lesen gewesen zum Thema Faszien. Aber manchmal ist Lesen einfach wichtig, ne? Dass man informiert ist, was mache ich denn da? Oder du dich schon immer gefragt hast, was ist denn eine Faszie? Warum ist die denn so wichtig? Das war doch vor mehreren Jahren noch nicht Thema, da hat noch keiner von gesprochen. Aber es gibt ja noch so viele Sachen, die gar nicht richtig
wo man jedes Jahr was Neues drüber lernt, zum Beispiel über den Darm, der war ja auch die letzten Jahre viel Thema, dass man sich über die ganzen Bakterien im Darm und so, so viel Gedanken gemacht hat. Und lösen. Großen Schluck trinken. So, die Arme haben ja gestern Abend ordentlich, gestern Morgen ordentlich gerollt. Habe ich auch euch im Video nochmal beschriftet, dass ich Dehnung an der Wand gemacht habe. Mir tut immer noch mein Ellenbogen vom Renovieren vom Wochenende weh. Wir gehen an die Fensterbank, machen noch einmal die Außenseite Arme. Ich nehme die Mini-Rolle und hole euch mal ganz kurz hoch. Nicht erschrecken. Wackelt ein bisschen. Okay. Augen jetzt verstellen. So. Also nur die Rückseite, Fingerkuppen drauf, Fingerkuppen, Fingernägel. Und richtig rein. Oh, der knackt, habt ihr das gehört? So. Und jetzt muss ich hier Gas geben. Ich tut immer noch. Jetzt versuche ich, mich richtig nochmal reinzulegen in die Schulter und bis an die Außenseite, oh, wie schön, von meinem Schulterblatt zu kommen. Ich bin richtig hier reingekommen und bin hier gerade an der Heizung, die an ist. Ding, 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 ding. Einmal gedreht. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig, wenn ich das mit euch mache. Fingernägel drauf und rollen. Lagebericht vom Edeka-Parkplatz, nichts los. Je kälter es wird, desto weniger hängen die Leute einkaufen. Und rein. Und feste, 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 feste. Komm, feste, feste, feste. Schulterblattkante wollte ich sagen, hier außen. Also hier, wenn du mit dem Daumen da reingehst, ne, da sind schon heftige Züge. So, geschafft. Ich bringe euch mal wieder zurück. Okay. Gut, sehr schön. Dann nehmen wir uns unsere Mini-Rolle. Brauchen wir gleich und kommen als erstes in den Vierfüßler und jetzt muss ich tatsächlich die Socken ausziehen. Wir machen den Fireflow. Vordere Linie, rückwärtige Linie und lass uns das mal 8 bis 10 Mal machen. Dann haben wir beide großen Faszienketten ohne eine klassische Engpassdehnung richtig gut aufgedehnt. So. Das heißt, einmal nach vorne durchhängen in diese schöne Rückbeuge. Und einmal nach hinten. Die Zehenspitzen kannst du immer mal wieder richtig schön umknicken, wenn du hier im Vierfüßler bist. Eine Handlänge vor, Fingerspitzen nach außen, Daumen dran. So, jetzt kippen wir das Schambein nach vorne, Füße strecken sich, ausatmen, du schaust zur Decke. Einatmen, ein, zurück. Einatmen, zurück, Zehenspitzen aufstellen, ausatmen, Fersen zum Boden und zurück. Und deine Leiste wird immer weiter. Deine rückwärtige Linie, Beine, Kniekehle, Ferse. Du
bleibst einfach komplett in diesem Bereich. Ausatmen. Popo zur Decke, Beine lang, schieb dich mit beiden Händen von der Erde ab. Wenn ich jetzt ganz bewusst hier ausatme, schaue ich mir die Decke an. Ich gehe an die Schlüsselbeine. Wenn ich hier ganz bewusst ausatme, schiebe ich die Fersen zum Boden, Knie lang. Einatmen, ausatmen, komm. Und richtig lang und länger. Nimm richtig deinen Nacken mit. Komm zweimal nach. Schon die Knie durchdrücken kannst, ob du die Fersen an den Boden bringen kannst. Letztes Mal Popo hoch. Letztes Mal Becken tief. Und zurück. Gut, eine Etage höher. Du brauchst noch mal kurz die nackten Füße. So. Großer Zeh zeigt nach innen, also ganz leichte X-Füße, X-Füße, X-Beine wollte ich sagen. Rücken gerade, krabbel mal nach unten. Ich habe jetzt hier die Rolle unter den Schultern, das passt gut. So, gib mir ein Hohlkreuz. Richtig Popo nach oben strecken, streck die Beine. Großer Zeh nochmal kontrollieren, atme aus, rechter Arm zur Decke, bildet mit dem linken eine Linie. Rotiere mal im Schultergürtel mit. Und linker Arm geht hoch, rechter Innenschenkel wird gedehnt. Mir ist es jetzt schon zu wenig. Das heißt, ich nehme die Rolle flacher und komme tiefer rein. Durch diesen Flow-Ebene habe ich schon ganz gute Länge in der Rückseite. Elektrisieren meine Haare wieder und kleben mir im Gesicht. Schön hoch, komm. Bauchmuskel rein und schön drehen und immer weiter. Die Beine strecken, großer Zeh nach innen. Komm, 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 komm. Gib Gas. Noch viermal. Dreimal, jede Seite nochmal. Atme aus, 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 aus. Letztes Mal. Und löse. Hände an die Schienbeine. Drück den Po nach hinten. Rücken gerade, 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 gerade. Sehr gut. Wo ist mein Kopf? Komm nochmal kurz in den Fersensitz. Schüttel die Arme aus. Und nimm einfach dein Handtuch oder deinen Gurt. Mobilisieren wir noch für alle, die gleich in die Langhantelstunde gehen möchten, den Schulterbereich. Daumen rein, Arme hoch und zurück. Habt ihr gemerkt, bei mir keine Acht mehr. Ich greife wieder ein bisschen enger. Und geh hoch. So, knack die Knack macht's. Ich hoffe, dass ihr das auch vielleicht schon mit in euren Alltag mit eingebaut habt, nach dem Duschen mit eurem Duschhandtuch. Einfach diese Mobilisation der Schulter. Vielleicht habt ihr das auch mit dem Igelball schon ein bisschen integrieren können, dass ihr den einfach im Badezimmer liegen habt oder im Schlafzimmer. Beim Fernsehen gucken geht es auch, nur es ist immer noch so eine Sache. Mit der Aufmerksamkeit, man kann ja auch eine Aufmerksamkeitsübung daraus machen. Ich bin ja auch eher die Person, die da ganz doll üben muss, mit aufmerksam zu bleiben. Und das kann man dann wirklich beim Fernsehen gucken, wirklich nicht machen. Komm einmal noch. Gut.
Beispiel nicht beim Fernsehen gucken und Hula Hoop machen. Dann fällt er mir andauernd runter. Also es ist immer schön, wenn man so eine Sache hat. Ich genieße auch, dass das in der Engpassdehnung leise ist, dass wir nicht hier auch noch dann Musik haben, weil bei der Körperarbeit musst du halt komplett bei dir bleiben. So, jetzt haben wir alles fertig, 30 Minuten. Ich drücke das Video ganz kurz Stopp und dann bauen wir, wenn du möchtest, um für die Langhantelstunde. Schön, dass du dabei warst und bis ganz gleich.